Ja, gibt da so ein paar Produkte bei Enjoy, wenn man die dann so hat, da hat man das Problem. Also ich schiebe so ein paar Sachen schon seit Wochen, ne, muss ich sagen, weil sie einfach so groß sind. Da muss man halt eben alles aufbauen, alles zurück, die Kamera und der ganze Kram. Deswegen sitzt auch so weit weg da hinten. Das Rohr, was hier so durchgeht durch den Bildschirm, ne, kann ich nicht verhindern. Da ist Licht von oben, was ich hier brauche. Wir filmen übrigens hier unsere Sachen, alle, die wir hier machen, mit dem Camranger, den wir auch bei uns im Shop anbieten. Nicht diese Halterung, die sind von einem Kollegen nebenan. Furchtbar. Das nur mal so kurz als Information hier. Ne, Camranger, ich kann also hier auch alles fernsteuern, Autofokus, der Kamera auf mich, auf irgendwelche Gegenstände und habe mich halt eben immer so im Blick und das Ganze halt eben auch kabellos. Ne. Doch jetzt haben wir Fremdprodukte eingebaut. Wunderbar. Product Placement, warum auch nicht? Ja, der Grund für dieses lustige oder etwas ungewöhnlichere Video, mein lustig ist anders, ne, ist halt eben hier, dass wir so Parabol-Schirme haben, die also unheimlich groß sind. Und das werde ich jetzt hier mal einfach auspacken, stellvertretend. Einer von zwei, welchen habe ich hier genommen? Seven Parabolic Umbrella und dann haben wir hier noch, oh, auch Seven, ist ja wunderbar. Klasse. Und die sind also hier so verpackt. Und ich will das Ganze jetzt auch schnell hinter mich bringen, genau wie Sie auch. Diese Parabolschirme von Westcott, sehr hochwertig verarbeitet und sehr groß. So, ich muss mal aufpassen hier beim Mikrofon. So, ich mache den jetzt mal auf. Wenn ich jetzt verschwinden sollte, es war schön mit Ihnen. Da haben wir also jetzt hier so einen riesengroßen Parabolschirm, man sehen kann, der also wirklich sehr, sehr groß ist und ich muss jetzt hier echt aufpassen, dass ich nichts kaputt mache. Ne? Also hier so sieht das Ganze aus, sehr hochwertig verarbeitet und für Sie natürlich hier noch mal kurz eine Aufnahme von innen, damit man sehen kann, wie das Ganze von innen aussieht, wie die verarbeitet sind. Hier gibt es dann zu beachten, wo bin ich denn da. Ne? Jetzt wieder hier Camranger, hier so einmal aufgucken, ne, wo ich gerade bin. Und ja, was hier halt eben auffällt, ist wirklich sehr hochwertig verarbeitet. Man hat sich also auch hier Gedanken gemacht. Alles, was hier an Verstrebungen drin ist, ist also halt eben weiß ummantelt, um halt eben auch irgendwelche Reflexionen dann zu vermindern. Und ja, fühlt sich auch gut an, ist erstaunlicherweise leicht, muss ich sagen. Habt ihr das auch zum ersten Mal jetzt richtig aufgespannt? Und hier oben natürlich die Befestigung, was so ein Regenschirm auch kennt, ne? Zum Einspannen einfach zurück. Und die Unterseite halt eben auch dann hier, die dementsprechend dann in so einen Neiger dann einfach festgemacht wird. Ja, ne? Mal ein bisschen drehen, sieht auch ein bisschen schick aus. Ja, das also hier von Westcott. Ich entschuldige mich auch für die etwas ungewöhnlichere Präsentation, aber wie gesagt, bei manchen Produkten, wenn die da so groß sind, man möchte ihnen trotzdem mal zeigen, was soll man denn da auch machen. Der ist natürlich jetzt auch sehr schnell wieder zusammengebaut und ich bin auch ganz froh, dass ich. Ja, auf der einen Seite bin ich nicht froh, weil ich ja für so einen Parabolschirm mir leider überhaupt keine Einsatzmöglichkeiten habe, aber die haben ja vielleicht Sie, ne? Deswegen schauen Sie sich auch dieses Video an. So, machen wir den wieder hier rein. Das Ganze wird also hier ausgeliefert auch in einer sehr praktischen Schutzhülle, die also einen Verschluss hat mit einem Klettband versehen auch. Und dann kann man das Ganze halt eben auch einfach dann so um die Schulter tragen, zum Beispiel transportmäßig oder so. Schutz und Transport im einen. Hier von Westcott, bin ja ein bisschen aus der Puste, der Parabol, der Umbrella, Parabolic Umbrella. Miss Carrie Case, ne? Und bei uns im Shop gucken Sie einfach mal unter Parabol. Dann finden Sie bei uns halt eben auch noch die ganzen anderen Größen und anderen Parabolschirme von Westcott, die wir dann so haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage einfach schon mal Tschüss.